vergangenen Sonntag kam es zu einem Zwischenfall bei der Wuppertaler Schwebebahn. Worum handelt es sich da genau? Also es ist ein Stück Stromschiene abgefallen in die Wupper und über die Brücke Siegfriedstraße, also zwischen den Stationen Faresbeck und Zoo, auf einer Länge von 346 Metern. Und zum Glück nur Sachschaden und kein Personenschaden. Und wir müssen jetzt eben gucken, was die Ursache war für diesen Unfall. Es wird oft angesprochen, dass schlechte Produktion bei zum Beispiel bei den Halterungen für die Stromschiene der Fall sein könnte. Was sagen Sie dazu? Also mir ist es zu schnell, was da alles spekuliert wird. Die Halterungen halten ein Vielfaches von dem aus, was die Schiene wiegt. Wir haben ein System, was in sich gut funktioniert. Und man kann jetzt keine Ursache ausschließen, aber man sollte auch jetzt nicht anfangen, irgendwas wild zu spekulieren. Alles, was da gerade insbesondere in den sozialen Medien kursiert, ist teilweise auch wirklich an den Haaren herbeigezogen. Wir werden gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und auch mit der Technischen Aufsichtsbehörde ganz in Ruhe jetzt analysieren, was da tatsächlich passiert ist. Wir hatten ja schon mal so einen Fall 2013. Da war die Ursache ein Stromabnehmer. Den haben wir damals extra geschwächt. Da gibt es eine sogenannte Sollbruchstelle. Das hat auch dieses Mal wunderbar funktioniert. Trotzdem kam es zu diesem Ereignis, dass wiederum eine Stromschiene abgefallen ist. Und wir müssen jetzt gucken, was es denn wirklich genau war. Spekulationen über falsche Montage, falsches Material oder sowas, finde ich, helfen jetzt im Moment überhaupt nicht, sondern wir werden uns ganz nüchtern mit den zuständigen Behörden alles anschauen. Wir schließen nichts aus, aber man sollte jetzt auch nicht irgendwie schon irgendwas behaupten, was man im Moment überhaupt nicht begründen kann. Im Internet kursieren wilde Gerüchte über Ausfallszeiten der Schwebebahn von Mitte November bis Mitte nächsten Jahres. Was sagen Sie dazu? Auch dazu kann ich leider nichts Konkretes sagen. Also es ist sicherlich richtig, dass wir mehrere Wochen keinen Schwebebahnbetrieb haben werden. Es geht jetzt ja erstmal darum, die Schiene aus der Wupper zu holen, die Beweise und die Indizien alle zu sichern. Wir müssen alles ganz genau vermessen, also wo jetzt eine Schiene in der Wupper liegt, ist relevant dafür, um im Nachgang die Unfallursache wirklich berechnen zu können und erarbeiten zu können. Und es kann sein, dass wir sehr, sehr schnell eine klare Ursache finden. Davon kann man aber nicht wirklich ausgehen im Moment, sondern es ist wirklich wahrscheinlich, dass wir bis ins nächste Jahr hinein damit beschäftigt sind, die Ursache zu finden und dann auch was zu überlegen, dass sowas nicht mehr vorkommen kann. Als Ersatz für die Schwebebahn wurde der Schienenersatzverkehr, also der Schwebebahn-Express, einberufen. Und dazu wurden auch andere Buslinien oder teilweise Busse abgezogen. Was können Sie dazu sagen? Also es ist so, dass wir für den Schienenersatzverkehr, für die Schwebebahn 26 Omnibusse brauchen. Die haben wir nicht auf dem Hof stehen für diese Eventualität, sondern wir haben immer nur ein paar da. Und wir müssen dann die sogenannten Verstärkerfahrten oder E-Wagen aus dem Netz rausnehmen. Das sind die Fahrzeuge, die insbesondere morgens den normalen Linienverkehr unterstützen, weil die Busse sonst sehr, sehr voll wären. Das müssen wir jetzt für ein paar Tage tun. Das heißt, die Kunden, die da betroffen sind, es handelt sich um vier E-Wagen, die wir konkret rausgenommen haben, zwischen 7 und 8. Die fahren jetzt eben Schienenersatzverkehr. Die Kunden, die da betroffen sind, müssen jetzt den Bus vorher oder hinterher nehmen, den ganz normalen Linienbus, der dann, wie gesagt, ein bisschen voller wird. Wir bekommen jetzt in den nächsten Tagen aber neue Busse geliefert. Wir werden die alten nicht verkaufen, sodass wir dann sehr, sehr schnell wieder einen Zustand haben, dass die auch wieder so fahren, wie sie im Fahrplan stehen. Was tut die WSW, um das teilweise verlorene Vertrauen zu den Kunden aufrechtzuerhalten? Erstmal werden wir sehr, sehr transparent darstellen, was jetzt gemacht wird, was passiert. Das war heute hier der erste Auftakt mit dieser Pressekonferenz, dass wirklich nachvollziehbar ist, was da passiert. Wir werden auch die Unfallursache sehr transparent darstellen, wie beim letzten Mal eben auch. Zusätzlich wollen wir für die Kunden aber so ein paar Sachen machen. Wir werden an einem verkaufsoffenen Sonntag Freifahrt anbieten in unseren Bussen, also gilt jetzt nur für die WSW-Busse. Wir wollen einen Gepäckservice machen in Elberfeld und Barmen. Wir werden sehr kulant mit den Kunden umgehen, die mit dem 9 Uhr Ticket auf die Schwebebahn angewiesen waren, um irgendwo hinzukommen, weil sich die Fahrwege verlängern werden jetzt durch den Omnibus. Also da sollen die Kunden mit dem 9 Uhr Ticket keinen Nachteil haben. Und wir haben auch noch vor, auf unserer App bzw. über den Online-Kanal den Kunden, die da registriert sind, beziehungsweise sich jetzt neu registrieren,
dann eine 10-Euro-Gutschrift zu geben, damit sie auch weiterhin einfach mobil sein können.